TVL präsentiert die Vorstellung des Programms zum Parsberger Herbst 2011. Am Donnerstag, den 1. September, begrüßte Bürgermeister Josef Bauer im Sitzungssaal des Parsberger Rathauses in einer Pressekonferenz die verschiedenen Gruppen und Beteiligten, die heuer zum 10. Mal zum Gelingen des Parsberger Herbsts beitragen. Über 30 Veranstaltungen werden diesmal unter dem Motto Natur und Kultur vom 9. September bis zum 1. Adventswochenende der Parsberger Burgweihnachten stattfinden. Bürgermeister Josef Bauer hob heraus, dass es ein Parsberg-Luppburger Herbst sei, denn die Marktgemeinde Luppburg ist in vielen Bereichen hierbei beteiligt. Dem Koordinator Helmut Nickel galt ein besonderer Dank für seine hervorragende ehrenamtliche Tätigkeit. Zusammen mit Frau Wert, dem Touristikbüro Parsberg-Luppburg, werden von ihm die gesamten Termine koordiniert und zusammengetragen. Hierfür gab es auch einen lang anhaltenden Applaus. Beide, Bürgermeister Josef Bauer und Helmut Nickel, konnten wir für ein kurzes Interview gewinnen. Ja, für Parsberg ist es eine wesentliche Bereicherung des ganzen Jahres, insbesondere des Herbstes, der ja manchmal auch zu einer Tristesse neigt. In Parsberg eben nicht, denn durch die vielen kulturellen und Veranstaltungen in der Natur, in der Gesellschaft, ist es wirklich ein Highlight in Parsberg. Wir sind schon ein bisschen stolz, denn mittlerweile nach 10 Jahren, wir haben ja auch ein Jubiläum, das 10-jährige Jubiläum des Parsberger Herbstes, nach 10 Jahren hat sich das enorm erweitert, das Angebot. Wir hatten damals vor 10 Jahren 5 bzw. 8 Veranstaltungen und jetzt 34. Ich glaube, das spricht wirklich für den Parsberger Herbst und seiner Vielfalt. So wie die Blätter im Herbst, so ist auch der Parsberger Herbst als Veranstaltung zu sehen. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen Organisatoren, insbesondere beim Helmut Nickel, der das ja von Anfang an eigentlich immer mit angeschoben hat und mit organisiert hat, aber auch bei allen Organisatoren querbeet, zusammen auch mit dem Markt Luppburg und mit dem Touristikverband und des Kulturkreises Parsberg-Luppburg, die hier federführend und das federführend begleiten. Vielen Dank zusammen. Wir als Parsberger und auch als Luppburger können stolz sein, denn da ist wirklich was, wo man sich beteiligen kann und wo man sich einbringen kann und insbesondere auch in vielen Veranstaltungen auch genießen kann. Ja, gut, wir sind ja Organisationsteam. Es bin ja ich nicht alleine, der hier die Arbeit macht, sondern wir sind immer 4, 5 oder 6 Leute, die sich hier treffen, schon im April, Mai. Und es geht dann darum, welche Veranstaltungen sind bereits gemeldet, wer ist noch anzusprechen und natürlich auch ganz wichtig, dass wir immer auch eine schöne Eröffnungsveranstaltung haben, wo praktisch dann der Parsberger Herbst eröffnet wird. Meine Arbeit setzt sich dann fort und auch die vom Organisationsteam. Wir sammeln dann die Veranstaltungen, machen so einen groben Ablaufplan, wer alles Veranstaltungen gemeldet hat. Das hat den Vorteil, dass viele Veranstalter, die noch kurzfristig eine Veranstaltung planen, dass sich die dann freie Termine noch heraussuchen können und dass es keine Terminüberschneidungen gibt. Das ist also uns einmal sehr wichtig, dass man nicht an einem Samstag oder an einem Sonntag 3 oder 4 verschiedene Veranstaltungen hat, sondern dass sich das ein bisschen aufteilt auf die Monate September, Oktober, November und dass es dann zum Schluss ein schönes, buntes Programm dann herauskommt.